Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit mir, der Winkmann. Beim letzten Mal, das ist nochmal eine ganz neue Aufnahmesession für mich, bedeutet, wir schauen mal nach. Lena hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen. Niklas ist zurückgekehrt. Oh ja, Xena, Hulk, Lucelle und Markus sind von einer erfolgreichen Erkundungstour im Wald zurückgekehrt. Eine kurze, um zu kompensieren, was uns passierte. Wir belassen es dabei. Denn das, was passiert ist, sollte niemals mehr an irgendwen gerichtet werden. Das war einfach nicht schön. Dann brechen wir auf. Disdain soll kämpfen. Sein erster Tag. Von mir aus darf Xena bleiben. Oder kann der Michael kommen? Michael der Zweite kommt. So, machen wir es so. Soll man Bello mitnehmen? Ja, komm, was soll's. Und Markus bleibt Sitomanie Lutscher. Ich denke, wir bleiben. Er bleibt. Sie bleibt. Okay. So. Ach, alle Accessoires ablegen. Für den Antiquar. Die Pfeifen für die Pfeife. Oh. Zwei braucht man nicht. Entschärfen von Fallen. Minus Stresslinderung ist auch gut. Sehr gut. Ja, das kann man machen. Wählen auf Position 1. Du bist auf Position 1. Was haben wir noch? Mehr Geschwindigkeit wäre ganz witzig. Ja, ich würde schon fast sagen, mehr Geschwindigkeit, ne? Oder mehr Präzision bei Fernkampf. Ne, bei Nahkampf. Ja. Du bekommst noch das Buch, ne, zum Erkunden, würde ich sagen. Chance auf Erkunden. Alles klar. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Dann würde ich sagen, mach mal. Was machen wir? Wir brauchen immer noch Porträts und Urkunden. Das heißt, die Sirene fällt erstmal noch weg. Den Achtfinder der Briganten. Ich hätte halt schon gerne was Kurzes, aber es wird wohl nicht. Töte die unvollkommene Fleischkreatur. Danke, aber nein, danke. Mensch, was machen wir denn? Was holen wir uns denn? Ja, die Aufgabe werde ich auch nicht nehmen. Zerstöre den Achtfinder der Briganten. Da habe ich Schiss vor, weil wir keinen Healer haben, keinen Heiler. Den haben wir schon, dann holen wir uns einfach mal das, die robuste Gürtelschnalle. Dabei wird Stufe 6, okay. Wir machen erstmal, wir fangen erstmal mal leichter an und dann gucken wir morgen. Wir müssen uns ja nochmal sammeln eigentlich von dem, was letztes Mal passierte. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 1, 2, gut. So. Dann brechen wir auch auf. Wer weiß, vielleicht können wir dann beim nächsten Mal richtig durchstarten. Wir haben jetzt einen neuen Kopfgeldjäger, ne? Die nicht explodieren, wenn sie zu lange ignoriert werden. Haben wir nicht vor. The smell of rotting fish Aussätziger. Is almost unbearable. Die sind so stark. Ich stehe auf die Aussätzigen. Und jetzt mit der Präzision. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Präzision und mehr Schaden. Kiste enthält versteckte Erbstücke. Per fucking Fact. Dann kommt auch hier schon Kampf Nummer 1. Das ist kein Problem. Tiefseetummler und Kultistenschläger und Kultistenanhänger.
zuerst einmal ihn betäuben. Ach, Hetzjagd. Wer weiß, vielleicht bluten alle. Nein, der Fisch blutet nicht. Das ist aber auch in Ordnung. Streuschuss? Nee, machen wir Aderlass. Minus 20 Schaden bei Nahkampf. Dabei ist das beides Nahkampf. Wie ätzend. Fechtschritt. Dabei geht der einen nach vorne. Das muss ja auch nicht sein. Gezielter Schuss. Streuschuss. Oh Mann, Michael. Das ist alles nicht Gold, was du hier bietest. Naja, dann verstärken wir den Bluteneffekt. 3 Schaden. Ah, er hat jetzt noch. Ah! 3 Schaden. Opfer für die alten Götter. Ah, wir bluten. Disdain blutet. Bello kommt Zug ab. Und ein Meeressieb auf Disdain. Entsetzliche Beschwörung auf Markus. Die Alte ist schnell. Das ist doof. Versuchen wir es nochmal mit dem. Na, auch mal hier. So. Dann ist er am nächsten Zug tot. Der geht zurück. Du. God fucking damn it. Mercy. Auf Disdain. Disdain weicht aus. Affe stirbt. Bandagieren und zerschlagen. One hit. Bitch. Machen wir nochmal Aderlass, nur weil es stark ist. Gut. Wir haben tatsächlich ein paar Urkunden schon. Das ist saugeil. Wir werden jetzt auch einfach in den nächsten Raum gehen und auch wieder umkehren. Ich würde mir wünschen, wenn hier ein Secret wäre. Aber ich weiß nicht, ob man das einfach so findet oder also ob es angezeigt werden muss, damit man es findet. Oder ob man es auch so durch wildes Klicken finden kann. Das weiß ich nicht. Entschärft. Sehr gut. Ah, ich kann was nicht, aber werde nicht mit nichts enden. Freund, da lass uns doch wenigstens einen Schlüssel benutzen. Aus dem Weg, ich muss mich selbst reinigen. Freund, lass uns wenigstens Heilkräuter oder so benutzen. Ah, okay. Was war es eigentlich? Ist das eine Quelle? Naja, es hat ja irgendwie, ist ja nochmal gut gegangen. Michael, was ist mit dir los? Hör mal, Michael, 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 was ist? Michael, Michael. Waschzwang. Ein Waschzwang. Oh. Michael, Michael, Michael. Hier werden Heilkräuter benutzt. Da können wir nämlich Gegengift, Goldmünzen, Onyx und Smaragd. Das ist ganz gut. Gute Ausbeute. Okay, es ist düster. Wir benutzen 3 Fackeln und gehen zurück. Ja, gut. Perfekt. Es läuft ganz ordentlich. Was Stress angeht auch. Der Markus könnte noch ein bisschen Stress abbauen. Die nächste Falle darf... Oh, wir sind erst da. Da ist auch schon die nächste Falle. Die darf er dann auch... entschärfen. Gibt ja ein schönes Stress-Minus. Komm. Sei nicht so gestresst, Freund. Und hier dort links ist auch ein Kampf. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home.
Okay, dann beginnen wir einfach den Kampf. Eine Donnerqual. Ich mag die Donnerqualen nicht, deswegen muss die auch bestenfalls sofort gehen. Bestenfalls Hetzjagd. Alle wieder Sitz. Dann machen wir den Streuschuss noch. Dann ist die Qualle weg. Wunderbar. Und du zerhackst oder zerschlägst. Ja, dann wird der Quallen-Carcass auch zerstört. Das ist gut. Ruf der Tiefe. Schaden, Präzision, Crit. Hey, Parkloch. Oh, du bist sogar gerufen. Schau an. Salzlauge widersetzt. Sehr gut, Bello. Sehr gut. Meeresbrise. Fickschnitzel. Wir müssen nur 5 in einer Runde setzen. Ich will aber... Oh! Meeressieb auf Michael. Uncool. 1 und bluten. Zumindest 2 pro Runde. Machen wir nochmal Kundebiss. Und er blutet mehr. 3 pro Runde. Dann nochmal zerschlagen. Weil dann stirbt er hier auch. Perfekt. Ist der auch noch dran? Eine Stresswelle. Das schiebt eine Welle. Kriegst du. Und wieder setzt alle Mucke. Okay. Ah, mach mal die Runden lecken, das ist okay. Heiliger Rauch. Und du zerhackst. Destroyed. Foolish. Oh yeah! Bam 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 bam. And driven into the mud. Es geht weiter und diesmal haben wir keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Da ist schon die erste Falle. Aber daneben. Also gut. Ich bin verhungern. Alter, ernsthaft. Okay. Du bekommst Essen. Ich werde den Hundeknochen wohl eher nicht benutzen. Kann noch nicht mal benutzen. Ja, ich lasse den Hundeknochen liegen. Hier brauchen wir unsere Schaufel. Dann gehen wir zuerst dort links. Oh. Okay. So schnell doch noch nicht. Die Stresswelle. Wie vorhin eigentlich auch. Donnerqualle nicht so cool. Streuschuss. Und wenn es geht, würde ich gerne noch Bergfischen, nicht unbedingt. Da habe ich jetzt der Schocker. Ich will nicht den Schocker. Aber wir widersetzen, das ist geil. Zerschlagen. Executed with impunity. Und dann machen wir die Hetzjagd. Deswegen die Hoffnung auf Bluten stirbt. Zuletzt. Eine Runde Krustenball. Zum Mitnehmen bitte. Ich hätte es gern eingepackt. Wer ist das dann zu Hause? Ruf der Tiefe. Das gibt dann schön Präzision und Schadensboost. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gezielter Schuss vielleicht. Nee. Ich mach nochmal den Streuschuss. Ist halt dann doch ganz guter Schaden, sag ich mal. Was macht denn der Hundebiss? Nicht viel Schaden. Verheerender Pfiff. Wir machen den verheerenden Pfiff. Ein Meeressieb. Autsch. Du stirbst in der nächsten Runde. Du überlebst noch ein bisschen. Mach aber Blendpulver auf Bienchen. Mehr Schwächung. Und dann würde ich schon fast sagen, zu schlagen.
Octocestus 3. 3, ich sag mal so, 3 sind akzeptabel, das ist wenig. Dich muss ich jetzt irgendwie erledigen. Ich weiß halt noch nicht wie. Hetzjagd. Natürlich daneben. Vorsichtiger Stich. 6 ist schon mal ganz gut. Ein Schaden. Dann machen wir nochmal Streuschuss. Da stirbt er nämlich von. Octocestus. Autsch. Wir widersetzen den Bluten. Apropos Bluten. Sustain macht Schluss mit lustig. Fackel. Hier wird der Schlüssel verwendet. Ein Schlüssel. Packs laden with loot are often low on supplies. Okay. Es könnte besser sein, es könnte schlimmer sein. Eine Retterort-Skulptur, die schwindelerregende Fragen aufwirft. Pack mal an. Kind des Schicksals. Okay. Was haben wir hier? Nichts, das ist gut. Und weg mit uns. Jetzt benutze ich 3 Fackeln und gehe in den nächsten Raum. Erbstücke. Perfekt. Trinkets and baubles, paid for in blood. Ah, so viel Schaden. Das ist alles nur, weil wir nichts mehr zu essen haben. Wir setzen das Abenteuer fort. Okay, ein Kampf kommt noch. Das heißt, wir benutzen die Fackel und gehen los. Es könnte schlimmer sein, sagen wir es mal so. Wir wollen den Schaman zuerst tot sehen am besten. Der Rest macht aber, also er greift nur den Schaman an, Disdain greift nur die 2 hier vorne an und du machst dann den Streuschuss drauf und noch ein Meeresieb auf mich. Oh fuck me! And now the true test. Hold fast. Hetzjagd. Und zerschlagen. Stresswelle. More dust. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Der Michael hat einfach kein Glück. Null. Null Glück. Das wäre es nämlich jetzt gewesen. Der musste diesen einen Angriff, musste er überleben. Diesen einen klitzekleinen Angriff. Hier ist noch eine Kuriosität. Deswegen pfeife ich einfach auf die 75 Münzen. Okay, es ist sowas. Pack it an. Komm. Jetzt hast du was Positives und was Negatives davon mitgenommen. Jetzt brauche ich schon wieder einen neuen Wegelagerer. Obwohl. Ich glaube, ich habe echt keinen mehr. Ich glaube, ich brauche echt einen neuen Wegelagerer. Aber wir haben viel Geld und viele Urkunden gesammelt. Das mit Michael ist halt echt schade. Dumm gelaufen einfach. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war ja nicht absichtlich. Ne? Die Stresswelle macht ihn fertig. Das ist das Bitterste überhaupt. Ausgeglichen. 15% Widerstand gegen Bewegen. Aufbäumen. Plus 10% Schaden bei LP unter 50%. Okay. Michael. Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Echt kein nach Klasse sortieren.
Ne, wir haben keine Wegelager mehr. Okay. Disdain ist jetzt Lehrling, auswärtiger Stufe 1. Disdain, Bello und Markus sind in die Meereshöhlen hinabgestiegen und erfolgreich zurückgekehrt. Für Michael II. War es das letzte Abenteuer. Dann schauen wir noch kurz in die Kutsche. Sehen, hier ist kein Wegelagerer. Gut, dann schauen wir mal. Hier. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Urkunden und Porträts. Aber was wir mit unserem Geld machen könnten. Yep. Jetzt geht's los hier. Nächstes Mal bei Darkest Dungeon. Mein Name ist Edwin Mann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Let's Play Darkest Dungeon. Bis dahin!